Bonjour, zurück bei Randalls Mittwoch. Wir sind wieder zurück. Mary hat uns nach Hause gebracht. Mit Mary reden wollen wir nicht mehr. Deswegen schauen wir uns erstmal hier um. Nichts von Interesse. Nein. Können wir vielleicht uns nochmal beim Penner umgucken? Das verstößt gegen meinen Grundsatz, niemals eine dunkle Gasse bei Nacht zu betreten. Okay. Jetzt können wir uns hier umgucken. Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Gut, dann eben nicht. Was ist mit dem Dach? Lieber nicht. Okay, dann nach Hause. Hat sich hier irgendwas... Hier hat sich ja überhaupt nichts verändert. Nee, hier hat sich auch nichts verändert. Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Hä? Ja, und was? Ich hätte ja so gern einen Kühlschrank. Also einen, der auch funktioniert. Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Na gut. Was ist mit ihm? Ist er da? Ist er wach? Gehe ich nicht näher ran. Nein, ist er nicht. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Badeschimmer? Ja, später vielleicht. Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Nein, sonst geht's. Klopapier, nein, Fußmatte, nein. Wow. Was für ein Tag. Ich habe meinen Job verloren, aber mehr Geld gemacht, als ich jemals auf einem Haufen gesehen habe. Ich habe meinen besten Freund verloren, aber scheinbar eine Menge Cops als Freunde gewonnen. Ich sag euch, das war eine echte Achterbahn. Ich bin froh, dass dieser Tag vorbei ist. Ah, Mr. Sandman, bring me a dream, bong, 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 make him the cutest that I've ever seen. Okay, eben war es noch hell. Jetzt ist es dunkel. Tag 2, Montag. Entschuldigung, bin ich noch in der Zeit gefangen? Bin ich schon in der Zeit gefangen? Nein. Das ist doch die Melodie von Day of the Tag. Okay, neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihn mit hoch erhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Hm. Was haben wir denn jetzt? Wecker, Feuertreppe. Nein, er geht tatsächlich wieder raus. Okay, was ist... mit unserer Untermieterin. Okay, hier ist ja alles weg. Scheiße. Guck mal, sie ist am Kochen. Tag, Mrs. Grozer. Genießen Sie die Aussicht? Super. Okay. Schönen Tag noch. Okay, wir können hier gar nichts machen. Warte mal. Kann man hier vielleicht irgendwas geben? Den geben ist besser wie nehmen. Vielleicht Thunfisch-Sandwich? Da? Das behalte ich lieber. Okay. Dann gehen wir wieder hoch. Geht's hier auch? Warte mal. Vielleicht mit dem Teleskop? Nein, ich kann ja gar nichts anklicken. Ach, schade. Ich hätte gedacht, man könnte die Leiter runterziehen. Socke nimmt er die jetzt mit? Warum zum Geier sollt ihr die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Oh Mann. Ach ja. Mortimer will er jetzt mit uns... Geh ich nicht näher. Nein, er will ja gar nicht mit uns. Da ist die Zeitung. Schon wieder. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Dr. Fred Allison Street. Milk was sold Milk Plus. Milk Plus. Oder mit sind Dr. Ah, ja. Na, faszinierend. Skandal auf der Dr. Fred Allison Street. Die Nachrichten von heute, schon heute. Okay, so ist es also immer Montag und immer wieder mit einer anderen Schlagzeile. Verstehe. Okay, wir müssen jetzt aber nicht alles wieder einsammeln. Die Flasche. Nein. Wenn ja jetzt wieder unser Vermieter draußen steht, ne? Tatsächlich. Blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmer-Ding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Hicks, ich kann dich da drin hören.
Mach auf oder ich schlag dir die Tür ein. Ach, nicht doch. Hey, Mr. Marconi. Hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon. Ich habe sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach... Sie wissen schon. X, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Ja. Wie? Was? Gestern. Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum! Ja, es ist tatsächlich wie im Film. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben jeden Tag Montag. Randall's Monday. Schön. Haben Sie Ihre Pillen heute Morgen vergessen? Haben Sie Ihre Pillen heute Morgen vergessen? Sie sehen etwas verwirrt aus. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet. Und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen. Und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass ich zur exakt selben Zeit hier auftauche, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Okay, mein Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich habe deine dämlichen Witze satt, Hicks. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens... Es tut mir leid um deinen Freund. Ich hab's in den Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit, du hast Kohle? Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Oh wei. Also, nur um sicher zu gehen, welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Hicks? Schon wieder? Bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass Sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Ich bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Touché. Dann ist heute... Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt! Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen? Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Das hatten wir alles schon. Was wollen Sie mit dem Schnurrbart? Wollen Sie mich etwa umbringen? Das ist ein Verbrechen, wissen Sie? Töten, verkrüppeln, ins Koma prügeln, ist mir eigentlich egal. Wollen Sie das eigenhändig machen? Ich hatte überlegt, einen Auftragskiller anzuheuern, aber das würde nur weniger Geld in meiner Tasche bedeuten. Also, ich weiß nicht, Junge, vielleicht wirst du einfach von einem Klavier zerschmettert, wenn du das nächste Mal das Gebäude verlässt. Haben Sie die Looney Tunes beauftragt oder sowas? Tja, nur zur Info, das wäre dann das dritte Klavier, das auf mich fällt. Die haben das Aufnahmeritual am College wirklich ernst genommen, ich bin sowas also gewöhnt. Soll ich dir etwa abkaufen, dass du einen Abschluss hast? Oh, keinen Abschluss, aber ich war auf dem College. Oh wei, oh wei. Das habe ich doch alles schon gehört. Alles kalter Kaffee. Ich meine es dieses Mal ernst, Randall. Ich werde es nicht zulassen, dass ein mental regressiver Vollidiot mir ins Gesicht lacht. Mental regressiv? Wow. Das ist das erste Mal, dass mich jemand mit so klugen Worten beleidigt. Vorsicht, ich könnte hier noch etwas Bildung abgreifen. Siehst du? Genau das meine ich, Hicks. Du nimmst niemals was ernst.
Ich rede davon, dich vor die Tür zu setzen und du tust so, als würde dich das gar nicht stören. Du findest dich noch mal hinter Gittern wieder, wenn du nicht mit deiner Einstellung aufpasst. Wow, das wäre super. Ich liebe den Zirkus. Mein Geld. Jetzt. Nein, ich muss ihm das doch wohl jetzt nicht wirklich geben. Ich meine, das Geld haben wir, aber muss ich ihm das wirklich geben? Und was soll das mit dem Schnurrbart? Wie ist so ein prächtiges Ding einfach über Nacht gewachsen? Wovon redest du, Mann? Diesen ehrfurchtgebietenden Schnurrbart habe ich, seit ich 11 war. Wirklich? Natürlich. Deswegen nennen mich die Leute Charles Bronson. So nennt man sie? Wie grausam. Ich habe jetzt schon keinen Nerv mehr auf dieses Gespräch. Wir sind nicht hier, um über meinen Schnurrbart zu reden. Alles, was ich will, ist mein Geld. Also bezahl deine Miete. Och nee. Okay, hier ist ihr stinkendes Geld. Jetzt echt? Du willst mir sagen, das hier ist echtes Geld? Nein, das ist Fantasiegeld. Wenn Sie aufhören, daran zu glauben, dann verschwindet es. Okay, okay. Es ist nur das, naja, ich habe nicht wirklich erwartet, dass du zahlst. Vor allem nicht einfach so die 3 Monate. Das sind keine Blüten, oder? Weil, wäre jetzt nicht das erste Mal. Ah, haben Sie etwas Vertrauen, Mr. Marconi. Wenn ich nur will, kann ich alles bekommen, was ich brauche. Und dieses Mal muss ich dafür auch keine alten Damen abzocken. Gott allein weiß, wo du so viel Geld herbekommen hast. Aber ich werde es todsicher behalten. Ja, ja, schön für Sie. Könnten Sie mich dann bitte allein lassen? Ich weiß ja, dass Sie ziemlich durch sind. Und ich verstehe, dass Sie verwirrt sind, was den Wochentag angeht. Ich wiederum, ich habe noch was zu erledigen. Also, machen Sie einfach, dass Sie wegkommen. Mach, was du willst, Hicks. Aber denk dran, ich lass dir das mit der Miete nicht mehr durchgehen. Ich warne dich. Und ich ignoriere Sie. Aber egal. Wir sehen ja, was nächsten Monat passiert. Forder es nicht heraus. Oh Gott. Ahoi, hoi. Sind Sie Mr. Randall Hicks? Ja, der ist dran. Hier ist Sergeant Joseph Kramer, Polizeidezernat. Ich muss Sie bitten, sofort zu Mr. Matthew Griffins Wohnung zu kommen. Warum? Beleidigen Sie mich lieber persönlich? Wenn Sie in einer Stunde nicht hier sind, stellen wir einen Haftbefehl aus. Oh wei. Was wollen Sie denn noch von mir? Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Wovon zur Hölle redest du? Was weißt du hiervon? Hör zu, ich weiß nicht, was für ein Spiel du hier spielst. Aber du kommst jetzt besser sofort her. Oder du wanderst heute Nacht in eine Zelle, wo man dich nur noch als Susan kennen wird. Deine Entscheidung. Schon wieder diese Susan-Nummer. Ich hätte gedacht, dieses Mal wäre es Bridget oder Evelyn oder wer auch immer. Ich werde warten. Ich hoffe, ich muss nicht nach dir suchen. Keine Sorge, Sergeant, ich bin unterwegs. Das... Was? Das imaginäre Telefon. War das die Seitenstraße? War das der Penner? Na? Sieh an, wenn das nicht unser Geschäftspenner ist. Wie gefällt dir mein Büro? Mein Innenausstatter sagte, es soll einen lässigeren, urbanen Look haben. Oh ja, schön. Sehr geschmackvoll, aber... Aber du erzählst mir jetzt erstmal alles über die... Ja, die Leiter ist wieder abgerissen, okay. Das ist wieder sehr komisch. Du erzählst mir jetzt erstmal alles über diesen Fluch, der auf mir liegen soll. Was ist hier eigentlich los? Wir alle haben damit zu kämpfen, uns selbst zu finden. Unser Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Einen Fuß in der Vergangenheit, während der andere in eine... ungewisse Zukunft tritt. Ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf deine lahmen Fernsehweisheiten. Warum kannst du nicht einfach mal was Zusammenhängendes sagen? Ich meine, klar, du bist ein Penner und so. Du musst manchmal einfach rumpöbeln, aber ich wette, du weißt mehr, als es scheint. Ich weiß eine Menge Dinge. Jedes Gestern ist wie eine Perlenkette. Ununterbrochen, unveränderbar. Aber wenn wir unsere Vergangenheit ändern könnten, könnte das auch verändern, wer wir sind? Was du mal machen könntest, wäre, ich weiß nicht, vielleicht mal den Kanal wechseln? All diese Sci-Fi-Sendungen machen dein Gehirn matschig. Also, noch mehr als sonst. Oh, das sagt mir der Typ, der nicht mal die gefährlichen Verschiebungen im Raum-Zeitgefüge bemerkt, die um ihn herum passieren. Ich sag dir was, Kumpel, dein Fluch interessiert mich nicht. Aber pass auf, was du da draußen anfasst, okay?
Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Siehst du? Jetzt redest du schon wieder über Flüche und das Raumzeitkontinuum. Vielleicht brauchst du einfach mehr Ballaststoffe. Die Aussicht auf Erneuerung hat uns schon immer fasziniert. Das Verlangen nach Wiederauferstehung ist tief in unserem Bewusstsein verwurzelt. Eine Wiedergeburt von Körper und Seele. Eine zweite Chance. Fertig mit der billigen Philosophiestunde? Okay. Warum bist du der Einzige, der weiß, was mit mir los ist? Weil ich das auch schon hinter mir hab, Junge. Hör zu, alles, was du anfasst, wird gezeichnet. Verflucht, genau wie du. Verdammt dazu, in einer Schleife gefangen zu sein, ohne sich zu verändern. In dieser Welt und in jeder anderen. Hier und jetzt. Alles, was du berührst, schreibt die Vergangenheit neu, damit die Gegenwart, wie wir sie kennen, nicht auseinandergerissen wird. Eine Gegenwart, die anders ist, aber doch immer gleich bleibt. Mann, ich verstehe kein Wort. Die Zeit wird es zeigen, mein Freund. Wenn du noch mehr Hinweise brauchst, geh einfach dorthin zurück, wo alles begann. Claytons? Das weißt nur du allein. Okay, ich schau vorbei, sobald ich kann. Wo alles angefangen hat, also er meint das Spiel wahrscheinlich. Also wieder zurück in die Kneipe. Weißt du was über Kater, die so heftig sind, dass sie das Raumzeitkontinuum verändern können? Naja, hast du schon mal was von reannuellem Wein gehört? Damit wirst du schon Stunden, bevor du ihn getrunken hast, besoffen. Echt starkes Zeug. Du könntest den übelsten Kater aller Zeiten haben, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Das hast du dir doch gerade ausgedacht, oder? Nein, hab ich nicht. Das habe ich in einem Buch gelesen. Ja, klar. Wir alle wissen, dass Mr. Pratchetts Arbeit ganz und gar auf wahren Begebenheiten basiert. Hey, leg dich nicht mit mir an. Es geht hier um Wein. Als wenn du davon eine Ahnung hättest. Um meinen Vermieter zu zitieren, weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Ich meine, ist heute Montag, Dienstag? Ich sag dir, ich weiß es nicht. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich erlebe denselben Tag nochmal. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Wirklich? Tust du das? Natürlich. Sieh mich doch an. Ich bin immer von Kartons umgeben, gehe von Gasse zu Gasse, in der Hoffnung, dass irgendein afrikanischer Prinz vorbeikommt und mir einen Umschlag in die Hand drückt. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich noch mit dir rede. Weil ich all die Antworten habe, die du suchst. Aber hast du auch die richtigen Fragen? Der trinkt sogar, wenn er die Flasche an den Lippen hält. Habe ich schon die richtigen Fragen? Bin ich in der richtigen Zeit gefangen? Bin ich tot? Mal was anderes. Bin ich in der Zeit gefangen? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wo bist du genau jetzt? Okay, wo bin ich? Du bist hier. In der Gasse. Weißt du das nicht? Ich kann nicht glauben, dass ich darauf reingefallen bin. Hab ich die richtigen Fragen? Die hast du. Du weißt es nur noch nicht. Was soll das denn wieder heißen? Nichts. Ich wollte nur clever klingen. Tja, Mission fehlgeschlagen, Alter. Ich hasse diese sinnlosen, nichts aussagenden Konversationen. Bin ich tot? Nein, das Konzept wäre für die Leute zu enttäuschend. Was für Leute? Schon gut. Mal was anderes. Oh, mir fällt gerade ein, ich muss noch alles außer dem hier erledigen. Tschüss. Okay. Sonst gibt's hier nix. Der Mülleimer. Für heute habe ich genug in dem Müll der Nachbarn rumgeschnüffelt. Okay. Dann geht's wohl oder übel. Es ist schade, dass er nicht rennen kann. Ach, da ist wieder der Fremde. Jetzt steht er hier. Ich versuche ja immer dem Gespräch mit... Okay, ja. Geschlossen. Videothek ist zu und das kürze ich alles mal ab. Die Tür ist auch zu. Mich. Jawohl, in die U-Bahn. Nein, sie ist auch wieder da. Jetzt sagt mir nicht, ich muss mir wieder hier ein Ticket holen. Nein. Ach, Gott sei Dank. Was ist das? Claytons K, okay. Mets Wohnung. Amazon. Ich sollte zu Matt fahren. Kramer klang sich nicht angepisst. Ich wollte das besser nicht heraus. Ja.
Manchmal kann ein einzelner Gegenstand mehrfach mit verschiedenen Objekten kombiniert werden. Das wusste ich schon. Na, wollen wir mal schauen. Wer ist das denn? Schon wieder ein Fremder. Und warum stehen die Autos hier noch? Ich meine, es ist Sonntag später. Die blockieren da alles. Und wieso fahren hier keine Autos? Fragen über Fragen über Fragen. Den lasse ich lieber in Ruhe. Okay. Hier können wir nichts machen. Aufs Dach können wir nicht. Nein. Ach, da ist sie schon wieder. Hey, Sally, wie geht's dir? Halt die Fresse. Halt deine Scheißfresse. Hey, was habe ich denn gemacht? Oh, richtig. Du tust niemals irgendwas, Randall Hicks. Gott, ich hab dich so satt. Hau ab! Was ist denn jetzt los? Beruhige dich, Sally. Wir stehen das durch. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was soll ich nur machen? Wir haben die Hochzeit schon bezahlt. Ich glaub's einfach nicht. Hä? Was tue ich jetzt? Was zur Hölle tue ich jetzt nur? Ganz ruhig. Alles wird gut. Was? Willst du mich verarschen? Naja, das sagt man doch in so einer Situation, oder? Raus. Im Ernst. Lass mich einfach allein. Da ist ein Cop, der auf dich in der Küche wartet und der sieht nicht sehr glücklich aus. Aha. Okay. Hier mal ein Tipp. Lern mal deine Wutausbrüche unter Kontrolle zu bekommen. Wutausbrüche? Wutausbrüche! Ja! Genau das ist es. Sie sitzt leider ein bisschen ruhig da, als dass sie sich so aufregen könnte. Aber ist egal, Freunde, der Teil ist sowieso lange genug. Ich bin jetzt gespannt, ob wir den Inspektor jetzt das erste Mal wiedersehen oder das zweite Mal oder das dritte, vierte, fünfte Mal. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall jetzt Schluss. Ich muss mich, glaube ich, jetzt so langsam um meine Wäsche kümmern und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW Boy 18. Adieu.